Der Shutdown rund um den Coronavirus dauert nun ungefähr 5 Wochen an. Wie gestaltete sich dieser Zeitraum für die Exekutive im Bezirk Liezen? Begonnen hat es natürlich einmal innerbetrieblich. Es ist auch bei uns zu einem Shutdown gekommen, sprich innerbetriebliche Schulungen, Fortbildungen, Sonderverwendungseinsätze. Das ist alles einmal, wie soll man sagen, auf Null gesetzt worden. Die Kollegen und Kolleginnen sind auf ihre Dienststellen jetzt in Verwendung. Es ist eingeführt worden ein Gruppensystem, sprich im Bezirk Liezen haben wir bis vor kurzem noch ein Wechseldienstsystem gehabt und vor kurzem eben mit Mitte März sind wir umgestiegen eben auf ein Gruppensystem. Das heißt, dass immer dieselben Kollegen und Kolleginnen auf den Dienststellen im Dienst sind, eben dass man auch die Ansteckungsgefahr innerhalb der Polizei minimieren kann. Mit 14.04. durften nun erste Geschäfte wieder öffnen. Wie gestaltet sich dieser Status für die Exekutive? Wie schwer ist es zu unter Anführungszeichen überwachen? Im Bezirk Liezen sind wir Gott sei Dank von einem großen Ansturm auf die gewissen Geschäfte verschont geblieben. Die Bürger und Bürgerinnen sind wirklich sehr bedacht drauf. Das heißt, sie halten sich sehr strikt und brav dran, die Masken zu tragen, Abstand zu halten. Und wir von der Polizei sind natürlich im Umfeld, machen dort Kontrollen und überwachen die gewissen Geschäfte. Aber es ist bei uns zu keinen gravierenden Amtshandlungen gekommen diesbezüglich. Wie konsequent halten sich die Menschen nach wie vor an die Vorgaben der Bundesregierung? Ich glaube, wir sind einfach so eine selbstregulierende Gruppe da bei uns herum im Bezirk und wir haben jetzt da keine gravierenden Einsätze diesbezüglich. Natürlich sind die eine oder andere Anzeige verfasst worden betreffend Corona-Partys oder dass man sie getroffen hat. Sicher hat man immer die schwarzen Schafe, die gibt es, das ist einfach so, aber trotzdem, also der Grundtenor ist wirklich sehr positiv und die Bürger und Bürgerinnen halten sich wirklich sehr brav an die Vorgaben der Bundesregierung. Wenn jetzt diese Lockerungen kommen, wenn jetzt eine Zeit kommt, wo der Shutdown schön langsam wieder in die umgekehrte Richtung geht, was denken Sie, sind da essentielle Fehler, die wir als Bürger auf keinen Fall machen sollten? Ich persönlich glaube, dass da der größte Fehler sicher sein wird, zu glauben, dass alles wieder gleich sein wird wie vor Corona. Ich glaube, da müssen wir uns alle so ehrlich sein, dass das nicht der Fall sein wird. Die Mund- und Nasenschutzmaske, die wird uns noch eine sehr, sehr lange Zeit begleiten. Und ich glaube, das ist jetzt einfach jeder daran, dass man sich einfach schon jetzt daran gewöhnt und das auch beibehält, weil ich glaube, das Letzte, was wir alle haben wollen, ist wirklich nochmal eine zweite Welle. Abschließend, es gibt dieses viel strapazierte Zitat, die Polizei, dein Freund und Helfer. Das waren Sie in den letzten Wochen wirklich und es war auch sehr wichtig. Was geben Sie den Menschen für die nächsten Wochen mit auf den Weg? Was wird jetzt nach Meinung der Polizei wirklich wichtig sein? Ich darf nur den Bürger und Bürgerinnen im Bezirk Liezen mitgeben, dass wir von der Polizei immer da sein werden und da sind. Wir sind auch für jede Probleme da, auch wenn es noch so klein sind. Das ist gerade in der fordernden Zeit, gerade wenn man viel und lange jetzt mit immer denselben Menschen auf engem Raum beieinander ist, kann es zu Komplikationen oder auch Streitigkeiten führen. Und auch für diese Sorgen sind wir natürlich da. Vielleicht darf ich auch ein bisschen anführen, dass nachdem wir auch jetzt schon seit März oder Mitte März Urlaubssperre haben, die so schnell auch nicht aufgehoben wird. Das heißt, wir sind rund um die Uhr im Dienst, natürlich auch rund um die Uhr für Sie im Einsatz und deswegen vielleicht auch ein freundliches Wort oder eine nette Geste ist auch für die Psyche der Polizisten und Polizistinnen sicher sehr gut und es wird einfach das Miteinander einfach fördern. Aber grundsätzlich, wir sind für Sie da und das ist auch unser Job.